Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK. Hier geht es heute wieder los. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich mache, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr positiv bewertet, Leute. Das wäre super, super lieb von euch. Und hilft mir sehr weiter. Und wenn ihr abonnieren wollt, Leute, das wäre noch viel lieber von euch. Und wir haben heute einiges vor. Ich will unbedingt den Kollegen hier austesten. Ich wollte ja eigentlich die letzte Folge schon so ein bisschen austesten, weil ich einfach so Bock hatte rauszufinden, wie viel Schaden er macht. Aber auf erstmal, ist das überhaupt Deutsch? Auf jeden Fall, hier... Ich habe die Dinos benannt, habe ich sofort dran gedacht. Einmal hier Yama für den Kollegen hier wurde vorgeschlagen, dann wurde hier einmal Hades für den Rex vorgeschlagen und dann wurde hier einmal Shiggy vorgeschlagen für unsere Schildkröte, was auch sehr passend ist für so eine blaue Schildkröte. Und es hat noch welche Turtok vorgeschlagen, aber ich dachte so, vielleicht machen wir das so, dass wir da irgendwann Kanonen draufbauen oben und dann nennen wir den Turtok, als wenn er sich entwickelt hat. Aber auf jeden Fall mega, mega sick. Ich fand die Namen auch alle mega nice. So, dann, was wir heute machen, erstmal hier unser Kollegen fragen, ey, wie hat's dir eigentlich heute drin so gefallen? War viel besser, du alter Jagdhund. Ja, und was hatten wir dafür abgemacht? Schönen Kürbiskopf hast du da auf. Ja, geht doch, Kollege, geht doch. So will ich das hören. So, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir ziehen jetzt gleich erstmal mit dem Kollegen hier los. Aber ich würde sagen, ich gehe da irgendwo anders hin, weil wir hier nicht so richtig was haben, was wir killen können. Aber wir haben hier einen Lystra, aber da haben wir ja schon mal den Startschaden haben wir schon mal abgecheckt. Eigentlich würde ich bei der Schildkröte auch ganz kurz den Startschaden abchecken wollen. Vielleicht ist die ja gar nicht so kacke. Aber ich glaube schon, dass die... Oh mein Gott, ich glaube auf jeden Fall, dass die ziemlich langsam ist. Oh mein Gott, wie soll ich da jetzt so irgendwas hinkommen, bitte? Okay, wir machen einfach so. Vielleicht jetzt? Erstmal coden? Hä, was machst du? Warum bist du so langsam? Mach mal. Oh, wow. Okay, wir kommen aber zu ihm, Dillo, da vorne hin. Wir rennen da jetzt ganz fix hin. Und dann geben wir dem den Kopf los. Ich will nur einmal den Startschaden wissen. Wahrscheinlich ist er ziemlich kacke. Alter, wie einfach durch die Bäume durchrennen. Das sieht so lustig aus. Und Kopf los. Ich hab nicht mal... Oh doch, 10.000? 10.000 ist ja gar nicht so super kacke. Ich hatte mir das viel schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich dachte so 500 oder so. Hey, das geht ja voll klar. Unsere Schildkröte ist gar nicht so kacke. Und ich kann halt Sachen wegsprudeln. Wie war es auch noch? Müssen wir nochmal ganz schnell machen. C. Ah, das war es mit C. Ne, das war mit Rechtsklick. Hä? Das war's schon. Der hat nicht mal den Inder weggesprudelt. Doch, Manno. Okay, ja. Wir gehen testen, Leute. So, hier sieht schon viel besser aus. Hier sind zumindest ein paar Gegner zu uns. Hier, friss das. 73.000, Junge. Ungelevelt. Richtig auf den Sack. Und übrigens, ich will unbedingt ein Beta-Sabertooth heute zähmen eigentlich. Beta wird wahrscheinlich nicht so super, super krank sein vom Schaden her. Was, ich kann Benommenheit skillen bei dem? Warum sollte ich die Topo hochskillen? Ah, ihr seht schon, der kriegt nicht so viel Damage dazu. Mal gucken, warte. Obwohl 200.000... 2000 jetzt schon? Damit kann man arbeiten. Achso, ja, auf jeden Fall, ich wollte ein Beta zähmen, damit ich dann hinterher ein Alpha zähmen kann. So, das war auf jeden Fall der Plan. Und man muss nämlich um Alphas... Oh, ein Savage Raptor, ein Devin-Freund. Ah, sogar ein gutes Level. Vielleicht braucht Devin echt einen Freund. Vielleicht wird er dann noch netter. Den haben wir ja komplett auseinandergerackt. Hier, da, du brauchst gar nicht glauben, dass du davon wegkommst. Nehmen wir den mit? Eigentlich nehmen wir den mit, oder? Ja, auf was beiß ich da rum? Achso, auf die kleinen Insekten. Okay, so, was tust du? Au! Hat er mich gerade gebissen? Der hat mich gerade gebissen. Was ist denn mit dir? Hast du ein Problem mit mir? Das, wir sind Freunde. Hier, da. Damage. So, Savage Raptor. Erstmal passiv. Nicht, dass hier gleich noch unser Yama ein bisschen ausrastet. Und dann müsste das eigentlich klappen, oder? Oh! Oh wow, ein Pfeil? Ah, ich brenne noch! Ah, die macht vorne, was willst du? Nein! Bitte zählt mich nicht an! Oh nein, mach nicht dies, ich kann nicht mal rennen! Warum kann ich nicht mal... Oh, jetzt kann ich rennen, okay, okay, die macht vorne, komm mit! Ich wollte eh Damage-Test machen, komm ran! 500.000 jetzt schon, okay! Aber der ist... Obwohl, wir haben den schon recht weit gelevelt, oder? 300.000? Oh, jetzt 300.000! 500.000, okay, ich wollte schon sagen, ey, prank mich jetzt nicht! Aber wie viel hatten wir gelevelt? Wir hatten schon recht viel reingelevelt. Ja, 170. Okay, dann ist das... Ja, der kommt nicht mal auf die Mille. Und der Beta, der kommt halt easy auf die Mille, ne? Der eine Beta zumindest, unser Griffin. Alter, wir haben einen neuen Devin-Freund. Wenn ihr einen Namen für den Devin-Freund habt, schreibt ihn mal in die Kommentare. Da. Und der ist High-Level, ne? Eigentlich müsste man ihn fast austesten, ob der nicht vielleicht auch...
Oh, und Devin kam ja schon auf 200.000. Gönn dir, dass er nach einem Pfeil schon ausgenockt war. Das hat mich ein bisschen überrascht. So, zack. Und ab nach Hause. Hup. Erzieh mir den Devin gut. Der kann das gebrauchen. So, dann gehen wir noch weiter. Hau ich mir einfach eine XP-Potion rein? Ich hau mir einfach eine XP-Potion rein. Weil hier sind nicht mehr so ganz viele Gegner unterwegs. So, Large XP, Small XP, Tiny XP, alles rein. Medium XP. So, eigentlich müsste der schon fast ausgelevelt sein, oder? Huge XP da. Mal gucken, auf was wir kommen. Ich bin sehr gespannt. So, zack. Und go. So, maximal Schaden. Ein bisschen Rufus Speed kann der auch vertragen. Oh, wow, wie viel ich gerade noch bekommen habe. Da, ein bisschen Sauerstoff, dann schwimmt er auch schneller. Ein bisschen Leben. So. Vielleicht soll ich erst ein bisschen heilen. Nicht, dass er gleich drauf geht. Zack. Ah, da, der hat ja sogar Potions drin. So. Und 800.000. 800.000 ist schon echt super, super stark. Also kann ich nicht anders sagen. Aber ich hatte mindestens eine Mille erwartet eigentlich. Das ist ein bisschen schade. Ich erwarte nichts und bin dennoch enttäuscht. Ja, ganz sicher. Aber ich finde ihn trotzdem mega, mega gut. Keine Frage. Und ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir einen Beta-Sebertuch finden. Bis gleich. Hey Leute, ihr müsst mir gleich mal kurz helfen. Nämlich, ich wollte meinen Boss zumindest schon mal so ein bisschen die Sachen dafür zusammensammeln. Und dafür brauchen wir halt Alpha-Cores. Und Alpha-Cores kriegt man von denen hier. Und ich werde die ganze Zeit geschockt. Also auf jeden Fall von den Skelettviecher kriegt man diese Alpha-Cores. Und man braucht noch X-Cores. Und ich weiß nicht, woher man X-Cores bekommt. Und die kann man auch nicht craften. Ich dachte, vielleicht kann man die craften, aber man kann die halt echt nicht craften. Von daher weiß ich nicht genau, woher ich die bekomme. Was ist das für ein komischer Stein? Den habe ich noch nie gesehen. Oh, wow. Kein Wunder, dass ich ihn noch nie gesehen habe. Okay. What the fuck? Der hat mir ein bisschen Angst gemacht. Alter, ich dachte gerade so, was ist das denn für ein komischer Sturm? Oh Mann, wie oft wollt ihr mich denn noch schocken? Auf jeden Fall ja, ich renne hier gerade ein bisschen rum, mache ein paar Skelettviecher kaputt, damit ich Alpha-Cores bekomme. Aber ich weiß nicht, wie ich X-Cores bekomme, weil ich hätte super, super gerne Element, damit ich mir einen Transmitter machen kann, damit ich so ein bisschen nach den Dinos gucken kann, die ich wirklich haben möchte. Aber, ja, ich habe kein Element und ich habe keine X-Cores, um Bosse zu machen. Und ich weiß nicht mal, ob man Boss überhaupt ein Element bekommt. Ich weiß nicht, ob das damals so war. Habe ich gar nicht mehr im Kopf. Aber auf jeden Fall, wenn ihr wisst, wie man X-Cores macht, ich gucke gleich auch nochmal in der Mod-Dings nach. Vielleicht finde ich es da ja auch raus. Dann sagt mir auf jeden Fall gerne Bescheid. Holy shit, ich habe echt Sauerstoff geskillt. Okay, bis gleich. Nach ewigem Rumfliegen wurde endlich ein würdiger Sabertooth gefunden. Hier, guckt ihn euch an. Beta-Sabertooth Level 600. Perfekt, da geht's eigentlich nicht. Oh mein Gott, habe ich den Prokop? Nee, ich habe den nicht erwischt. Nice, okay, ich wollte gerade sagen, ich habe ihn gerettet. Und dann dachte ich so, ich habe ihn doch getötet. Aber nee, alles gut. So, zack, zack, ihr müsst alle weg. Dann musst du auch weg. Du bist auch nur ein Apex, von daher bist du auch ziemlich schnell weg. Und dann musst du noch weg, Mr. Dreadful Rex. Weil ich muss den Sabertooth haben. Habe ich den Sabertooth einmal geschlagen? Bitte nicht. So, zack. Und dann hau ich den Agentavis, glaube ich, nochmal eben schnell weg. Die Dreadfuls machen mit den Flammen echt ein bisschen Schaden, ne? Ich glaube, den Mantis hau ich auch noch eben weg, zur Sicherheit. Weil wenn der mich anspringt, da habe ich schon wieder gar keinen Bock drauf. So, jetzt haben wir Platz. So, du passiv. So, und dann bringen wir den Sabertooth mal richtig zum Koten hier. Hat der 4 Topa? Ich habe gar nicht geguckt. Ah, oh, fast eine Mille. Das ist halt schon ein bisschen... Ah! Okay, ich habe vorbeigeschossen einmal. Habe mich auch gar nicht erschrocken. Nee, habe mich gar nicht erschrocken. Oh wow, mit den Headshots mache ich sogar. Ah! Okay! Ah! Okay, habe ich dich erschrocken? Nee. Gar nicht. Nee. Okay. Macht der hart viel Schaden? Der macht ein bisschen Schaden? Jetzt krieg ich ja keine Headshots mehr hin. Obwohl, wenn ich so schieße. Wir kriegen das hin! Okay. Das war übrigens ein männlicher Schrei, nur dass wir das kurz klargestellt haben. Ah! Das war komplett männlich. So, da, zack. Zack. Ich habe Angst, dass er einmal umdreht, deshalb steige ich nicht ab. Ja, sei stuck im Stein, du Troll. Da, friss das. Alter, ich bin fast draufgegangen! An dem Beta-Sabertooth. Nicht mal Alpha. Wie war das kein Treffer? Ist das Sabertooth? Warum muss er eigentlich nicht koten? Ist es der Einzige, der nicht koten muss, oder kotet der so schnell?
steck jetzt doch ab. Oh, ich dachte kurz, er dreht. Er muss echt nicht koten. Was ist mit ihm? Er cheatet. Die Pfeile sind die Kaka-Pfeile. Die müssen nicht zum Koten bringen. So, da. Easy. Da. Hier über die ganzen Nuggets wieder. Du brauchst nur zwei. Easy Beta-Sabertooth. Oh mein Gott. Hoffentlich ist er so halbwegs so stark wie der Griffin. Dann wäre ich schon zufrieden. Weil Sabertooth sind ja eigentlich so über crazy. Aber ich hoffe, dass er was drauf hat. Nice. Oh mein Gott. Und damit ein Alpha. Wollen wir versuchen, heute ein Alpha zu zähmen damit? Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen so auf die Schnelle. Ich würde das schon gerne mal testen, aber ich weiß nicht, wie viel Topo die haben. Das müssen wir vorher mal angucken. Aber ja, Leute, wir treffen uns gleich wieder. Hey Leute, ich wollte euch nur einmal ganz kurz zeigen, hier drin kann man BKDX-Course craften. Und ich habe gerade in die Mod-Sachen reingeguckt und da haben sich auch schon mehrere gefragt, wo man die craften kann. Und die haben alle keine Antwort bekommen. Von daher, ich weiß nicht genau, ob man die überhaupt noch craften kann, weil die Bosse waren anscheinend am Ende, wo er mit der Mod aufgehört hat, verbuggt. Und von daher kann das sein, dass er einfach die X-Course rausgenommen hat, damit niemand mehr gegen die Bosse kämpfen kann. Ich habe keine Ahnung, ob das so ist, aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Aber das wäre übel schade, weil ich kenne den Modmacher und der hat vorher auch schon Mods so ganz komisch aufgehört und nie so richtig fertig gemacht. Von daher, mich würde es nicht wundern, wenn das so wäre, aber vielleicht wisst ihr ja mehr als ich und ihr wisst, wo man diese X-Course craften kann. Und von daher warte ich auf jeden Fall noch eine Folge. Und falls das nicht möglich sein sollte, was braucht man denn dafür? Dafür braucht man alle DNA. Ach so, okay. Aber auf jeden Fall, falls ihr mehr wisst als ich, schreibt das gerne in die Kommentare und dann craft die hier. Ich habe Devin übrigens schon mit seinem Freund hier bekannt gemacht. Die beiden scheinen sich bis jetzt ganz schön zu mögen und haben auch so dieselben Buden Vollkack-Eigenschaften. Aber irgendwie scheint das bei Savages so zu sein, weil unser Rex, der stapelt hier auch schon die Eier. Aber ordentlich. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal mit dem Sabertooth ein bisschen ausreiten, gehen den ausleveln und dann gucken wir mal, was so geht. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder auf unserem Sabertooth. Und ich habe die jetzt schon ganz bisschen gelevelt, weil ich gerade von einem Ravager angegriffen wurde. Und da wollte ich mich zumindest wehren können, weil der hat ja echt 150.000 Leben. Und ich dachte so, oh mein Gott. Was ist hier? Ist hier ein Chrono? Was ist hier? Nein. Es passieren Dinge. Es passieren zu viele Dinge. Hilfe, Hilfe, ich sterbe an irgendwas. Hilfe, Sabertooth, mach deinen Job. Sabertooth, hilf mir. Bitte. Oh mein Gott, ich weiß nicht mal, wo dran ich sterbe. Scheiß Mikroraptor, lass mich Ruhe. Ah, okay. Hier. Okay, nee, das war ein Goldnugget. Was für ein Goldnugget? Hier, Regenerationsportion. Oh mein Gott, warum ist das auch beides gelb? Hier, da, friss das. Oh. Okay. Heute ist mir ein bisschen zu actionreich, Leute. Heute ist mir echt ein bisschen zu actionreich. Ich bin gerade schon fast auf den Sabertooth draufgegangen. Das ist irgendwie nicht cool. So, hier, gib mir mal ein paar zurück. So, zack. So, hier will ich trotzdem einmal scheiß drauf. So, und jetzt geht's wieder rein in die Olga. Hoffentlich lässt sich der Mikroraptor in Ruhe. Das wäre ganz nice. Was ist das? Ist das ein Alpha? Ne, das ist ein Apex. Okay. Apex ist gar kein Ding. Hier, du kriegst auch auf den Sack. Du bist auch nur ein Gamma. Komm ran, Junge, ich bin Beta. Ich bin viel zu stark für dich. Hier, da. Oh, das sah schon sehr nice aus. Ist das ein Savage Arlo? Oh, wow, ich wusste nicht, was das die gibt, oder? So, Erfahrungspotions drücken wir in alle rein, die er sich selber verdient. Warum nicht? Hier, da, gönn dir. Alter, das kann schon lange reichen, oder? Kann sein, dass es schon ausgelevelt ist dann. Ich dachte, wir machen eine richtig lange Tour mit dem Kollegen hier. Hey, na? Leute, greift ja an! Das war unerwartet. Ja, du hast auch keine Chance gegen meinen Kollegen hier. Oh, die Savage, die will ich heftig wegprügeln. Ja, das reicht schon. Wir sind schon fast ausgelevelt. So, zack, zack, zack. Und dann rein in die Olga. Ich muss auf jeden Fall... Oh, ich habe schon auf jeden Fall schon 4 Movement Speed geskillt, weil er super, super langsam war. Ich hoffe, der macht so ein bisschen Schaden. Aber ich glaube nicht. So, zack. Zack. Leben. Bisschen Sauerstoff wieder, man kennt ihn. Der tauchende Sabertooth. Zack. Und nein, jetzt habe ich doch kein Movement Speed mehr geskillt. So. Alter, hat er gerade heftig abgekotet. Hey da, Alos. Wollt ihr euch mit mir anlegen? Kommt ran. Hä, ist hier. Was ist das für ein Effekt? Ah, das ist echt ein Chrono. Was ist gekommen? Irgendwas ist da hinten. Wieder ein Indom. Och Mann, Indom haben wir schon. Okay, da wollen wir gleich mal den. Oh wow, wie lange ich noch gestunt bin. Was zum Teufel. Hallo, darf ich mal wieder los, bitte? Hä, ey, wie auch genauso lange, wie ich da rumstand. What? Hä, wenn man Savage skillt, dann kommt ein größerer Savage? Seit wann ist das so? Ey, willst du auch? Hier, Kampf. Kampf, 1 gegen 1.
Ah, 140.000 ist ja gar nicht so ultra schlecht. Alter, hat der viel Leben. Oh mein Gott, das ist ja echt ein Endboss. Ja, okay, meine hatte 17 Mille oder so, ne? Du hast gar keine Chance. Aber absolut nicht. Nicht gegen meinen Saber. Und easy. Kommt da auch noch irgendwas anderes danach? Nee, ne? Alter, das ist halt so krass. Du weißt gar nicht, was passiert. Irgendwie, du tötest Sachen und dann kommen auf einmal andere Sachen. Und hier ist schon wieder ein Chrono schnell drauf, bevor der mich wieder einschläfert. Oh, wow, Dodo Rex. Wenn man Level 200 nur. Ah, 7 Mille leben. Oh, 7 Mille krieg ich ja nie down mit dem Saber. Oh, okay. Ah, ich dachte gerade, ich bin in Sicherheit. Ich bin nicht in Sicherheit. Oh mein Gott. What? Was ist das für eine Folge? Warum bin ich so gequält? Ich bin hier unnormal gequält heute. Oh, ich weiß nicht, ob man den nicht haben möchte vielleicht. Ah, 200 ist schon echt nichts. Oh, wow, ist das auch ein Chrono? Das ist auch ein Chrono! Oh mein Gott, nee, ist ein Chrono. Was kommt jetzt? Oh, Triker. Okay, Triker, ich wegprügeln. Oh mein Gott, ey. Was geht ab? Hier geht's ja absolut ab. Hä, hey, seit wann sind hier so viele Chronos? Ich habe hier noch nie einen gesehen. Alter, ist das cool. Das war schon wieder alles ein bisschen sehr actionreich. 580er Ravager! Oh, wie viel Topor? Oh, der hat nicht so viel Topor. Nehmen wir den mit, wir nehmen den mit. So, der springt da schon so dumm rum. Selber, du musst eben passiv. Okay. Das ist eine gute Idee, hier draußen zu... What, Bruder? Nee. Kack bitte, bitte, bitte kacken. Liegt der schon? Nee, der kackt. Okay, okay. Oh. Ich kann das nicht mehr. Leute, wir müssen uns ein anderes Spiel suchen. Das ist mir zu gefährlich. Geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, tut mir leid. Ich kann nicht mehr. Ich kriege hier Herzattacken. Alter. Ich werde auch mies geprankt. Oh Gott, ey. Ich dachte, der rennt da gar nicht hoch und auf einmal geht er ab. Ab wie die Luzi. Ah, Leute, was ist heute los? Und dieser Dodorex, ne? Der lässt mich auch noch nicht so ganz locker. Irgendwie hätte ich schon ein bisschen Bock, einen Dodorex zu haben, aber ein 200er. Nee, der sieht schon crazy aus mit seinen ganzen Pfeilen im Kopf. So, du gehst auch nach Hause, Brudi. Alter Schwede. Was ist heute nur wieder los, Leute? So, ja, ich würde sagen, wir treffen uns gleich wieder, Leute. Zumindest sind wir recht schnell wieder zu Hause. Guckt euch das an. Oh mein Gott, Alter, der ist viel zu schnell. Was zum Teufel? Ich dachte gerade schon, was ist nun denn los? Ich bin so ganz kurz in so einen Fluss gegangen und ich bin auf einmal so weit weggeschossen. Ja, easy, Alter, das ist unser neuer Wasserdino. Leute, wir wagen einen spontanen Versuch noch in dieser Folge. Ich hatte erst gedacht, wir machen das nächste Folge, aber nein, wir versuchen das jetzt auf diese Folge. Ich habe einen Alpha Saber Tooth Level 6 vorhanden, nämlich gerade gesehen, und ich dachte so, wir müssen das jetzt testen. Und ich hoffe, die machen mir nicht zu viel Schaden. Und ich hoffe, ich mache denen nicht zu viel Schaden. Ich hoffe, der Beta ist auch recht schnell ausgenockt, weil der Alpha hat echt super viel Topor. Ein Beta dreht schon um. Sehr nice. Oh mein Gott. Schon. Oh, viel ist es nicht mehr. Nice. Ich will jetzt auch nicht zu viel drauf beißen. So. Das hat gut geklappt. Okay. Hätte ich den nicht... Oh, irgendwas war da, dass man die erst lower prügeln muss oder sowas. So, du bist auch ausgenockt. Zack. So, und jetzt holen wir unseren Sabertooth her, wo ich natürlich einen Dino-Tracker drin habe, Leute. Ich bin ja vorbereitet, also... Zack. Und jetzt müssen wir mit dem Beta den Alpha killen. So habe ich das zumindest verstanden. Oder so habe ich das, glaube ich, früher gemacht. Let's go! Das hat geklappt. Oh mein Gott, das war ja mega easy. Aber, oh, richtig schlechtes Level. Ich hätte echt lower prügeln müssen. Ich glaube, man muss den mit dem Beta dann one-shotten, damit der höheres Level wird oder so. Und das habe ich halt nicht hinbekommen. Von daher, ich hätte vorher ein bisschen lower prügeln müssen. Aber, es hat geklappt und wir haben unseren ersten Alpha. Oh mein Gott, wie sick ist das denn? So, du, ab nach Hause. Du auch gleich ab nach Hause und ich überlege gerade, ob ich den Griffin auch noch mitnehme. Der Griffin war, glaube ich, 360 oder so. Und ich wollte ganz gerne die Demonics allgemein mal ausprobieren. Von daher bin ich da nicht so ganz abgeneigt. Nehmen wir den auch noch mit? Mr. Griffin, Sir? Ja, 360. 270.000 Topa. Ich töte den auch niemals. Nee. Komm ran.
Du gehörst jetzt auch zur Crew. Alter, Demonic Griffin, der sieht schon echt sick aus, muss ich ehrlich sagen. Ja, der kann schon gar nicht an. Ich wollte eigentlich zumindest einmal angegriffen werden, dass ich mal sehe, ob der Schaden macht. Also, oh nein! Und mach nicht diesen! Oh. Nein, Leute. So, und jetzt sollen wir es eigentlich hinbekommen, oder? Oh mein Gott, nein, die Fledermaus wieder. Ich hasse diese Fledermäuse, die sind so super nervig. So, kriegst du wie ich hin. Muss der wohl koten, obwohl der fliegt? Treffe ich den überhaupt, obwohl der fliegt? Niemals, glaube ich. Obwohl ich gar nicht so schlecht schieße, glaube ich. Endlich. Oh mein Gott, Kote. Noch ein. Oh mein Gott, ich treffe jetzt alle. Warum treffe ich jetzt alle? Okay, doch nicht alle. Da kommt Blut raus. Noch einer kommt. Ja, er liegt. Dankeschön. Oh mein Gott, ich habe das auch echt nicht. Oh, neben dem Giga. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, nein. Hat er den gebissen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will auch nicht raus. Also eigentlich will ich auch Sturzflug machen wollen. Aber ich will gerade nicht rausfliegen. Oh mein Gott, ja, der blutet da hinten. Treff ich den? Nee, der Giga trifft den. Oh. Oh. Ich überlege gerade, wie ich es mache. Ich kann ihn auch nicht aufwecken. Ich glaube, hier gibt es nicht mal irgendwas zum Aufwecken. Oh doch, hier gibt es Poison Eraser oder so. Egal, wir nehmen den einfach mit. Der ist eh nicht Max Level. Scheiß drauf. Ich wollte nur mal testen, ob der ein bisschen Schaden macht. 19% Effektivität. Oh, diese andere Effektivität. Okay, Leute. Das hätte besser laufen können. Aber naja, wir haben den Griffin. Wir haben einen Alpha Sabertooth, den können wir auch nächste Folge austesten. Ich bin mega, mega hyped. Das wird so nice. Ich hoffe, dass der Sabertooth echt gut ist. Du siehst so schnieker aus. So, ab nach Hause mit dir. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Werte freuen. Das wäre super lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag. Und tschüssi!